Wenn niemand besser geeignet ist. So. Hallo und herzlich willkommen, junger Freund. Wollt ihr vom alten Borinole Geschichten über das Leben der Reichen hören? Oder stellt ihr den nur umher und lernt die Leute in Baldur's Tor kennen? Wisst ihr ein paar interessante Geschichten? Oh, ich kenne viele Geschichten. Ob sie interessant sind oder nicht, ist nur Geschmackssache. Ich könnte euch eine erzählen, obwohl sie für euch wohl nicht von Wichtigkeit wäre. Geschichten erzählen ist wirklich völlig nutzlos, aber es ist ein schöner Zeitvertreib. Na, dann legt mal los. Wow. Dann will ich das tun. Es war der Anbruch des neuen Jahres und Chester Blackboot und ich machten uns auf zu unseren Freunden, um mit ihnen die Tore der alten Feuerweinruine aufzusprengen. Vela Stablehand lief an der Spitze, sie war nämlich die Älteste. Wir hatten uns geeinigt, dass sie die erste Salve abfangen sollte, wenn wir angegriffen würden. Vela hatte natürlich die Axt ihres Vaters dabei und damit sah sie ziemlich furchterregend aus an der Spitze. Sie lag lang wie ein Baum und hatte eine Rückhand, die jeden zu Boden schickte. Ich weiß noch, wie sie und Chester Allendale, der ist nicht mit den Blackboots verwandt, was auch ganz gut ist, die Blackboots verstanden nämlich keinen Spaß, wenn es um Vela und ihre üblichen Streiche ging. Also, Chester und Vela stöberten da bei Ulcast herum, so nannten die Kinder die Ruine seiner Zeit, als ihr Vater vorbeikam. Vela griff Chester plötzlich an und verprügelte ihn so, dass er eine Woche lang nicht mehr aufstehen konnte. Bei dem Anblick hat Velas Vater sich so kaputt gelacht, dass er völlig vergaß, wie wütend er eigentlich war. So ist es aber wirklich. An dem Tag, an dem er über einen guten Witz nicht mehr lacht, geht er bestimmt von uns. Ich will euch ja nicht kritisieren, aber hat diese Geschichte auch ein Ende oder wenigstens einen Anfang? Hört auf, haltet endlich den Mund, ich kann eure langweilige Geschichte nicht ertragen. Welche interessante Geschichte, ich habe viel daraus gelernt, jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Wenn ihr meint, junger Freund, gut für euch und alle, die mit euch reisen. Ja, man kann es ja mal versuchen. Okay, wieder einer, der viel sülzt. Nichts leichter. Und dann wollen das. Wir wieder runter. Gut. Und wieder raus hier. Das ist also wieder nur eine kleine Taverne. Okay, dann hätten wir das Beinahe Haus hier. Würde. Gucken wir mal das Haus rein. Wir sind ja hier in dem Gebiet hier. Ich denke mal, hier werden wir nicht so viel finden. Weil das große Anwesen da ziemlich viel Platz wegnimmt. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Bist du verschlossen? Nein, bist du nicht. Okay, du bist ein Edelhaus. In dem nur zwei Kinder leben. Lerta und Luis. Ah ja. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Okay, nur zwei Kinder. Aber Kinder ja, mit Namen. Ich unter meiner Würde. Oh, Talisa hängt irgendwo im Schlafzimmer fest. Großes Haus hat aber nur ein Stockwerk. Hey, ich bin Luis. Hier ist meine Zwillingsschwester Lerta. Wir sind neun. Hey, ich bin Lerta. Das hier ist meine Zwillingsschwester Luis. Papa glauben uns nicht, aber jede Nacht kommt ein Schreckgespenst und glitzt bei uns durchs Fenster. Wir sind echt froh, dass wir Zwillinge sind, weil wenn wir nur eine wären, dann könnten wir uns nicht aneinander festhalten, wenn wir Angst bekommen. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Die jungen Zwillinge Lerta und Luis behaupten, dass sie jede Nacht durch ihr Fenster von einem Schreckgespenst beobachtet werden. Ich glaube zwar nicht an Schreckgespenster, doch bei meinem Reisen habe ich genug gesehen, um nicht zu bezweifeln, dass es sich nicht nur um Hirngespinste handelt. Und das macht mir Angst. Gervis. Mein Name ist Gervis und ich bin ein Magier, wie man sieht. Den beiden jungen Mädchen in diesem schicksalsträchtigen Raum steht eine dunkle und ungewisse Zukunft bevor. Eine mächtige Droide namens Voltin will sich ihrer bemächtigen. Sie hat sich verwandelt, in was genau weiß ich nicht, um in das Haus einzudringen und die Zwillinge nachts zu entführen. Bitte glaubt mir. Voltin muss gefunden werden oder die Zwillinge sind in größter Gefahr.
Der alte Gervis, der scheinbar in Albertus Zoo über ein junges Zwillingspaar wacht, hat mich gebeten, eine gefährliche Druide Maes Voltin zu suchen und zu töten. Sie verwandelt sich scheinbar dort, um gewisse nächtlichen Schutzmaßnahmen zu entgehen und die Zwillinge zu entführen. An den Gassen stört mich noch etwas, aber ich weiß nicht genau was. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Glaubt ihr uns das mit dem Schreckgespenst? Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Okay, ich bete, dass ihr Voltin bald... Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Findet? Warum steht sie jetzt da oben? Was? Nichts leichter als das. Okay, ich mache hier jetzt mal vorsichtshalber einen Quicksave. Ja? Wie unartig, einer Dame beim Umziehen zuzusehen. Mein Name ist Voltina Pulli, aber ihr könnt mich Voltin nennen, wenn ihr wollt. In dieser Gegend treibt ein dreckiger alter Magier sein Unwesen. Er heißt Gervisse und er schleicht nachts umher und starrt bei den Leuten in die Fenster. Da ihr sein Hobby zu teilen scheint, darf ich ja wohl annehmen, dass ihr ihn gut kennt. Ja? Ich habe keine Geduld für alberne Spielchen. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Zeit für die Nachtschicht. Glaubt ihr uns das mit dem Schreckgespenst? Okay. Also einer von den beiden bedroht die Kinder. Aber ich weiß nicht, welcher von den beiden. Das heißt, einen von den beiden müsste ich schlagen, damit ich die Kinder beschützen kann. Was passiert, wenn ich rausgehe und wieder rein? So passiert nichts. Und so steht auch beide immer noch dumm rum. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Zeit für die Nachtschicht. Ja? Das Problem ist, es ist Stunde 20, es wird bald dunkel. Ich habe keine Geduld für eure albernen Spielchen. Was wollt ihr? Gut. Okay, ich glaube, ich hau mal ihn, in der Hoffnung, dass er der Richtige ist. Was? So. Eine Magierrobe? Ist das eine Robe des bösen Magiers oder des neutralen? Feuerschutzrobe. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Das ist die richtige Entscheidung. So, nun habt ihr euch doch noch als nützlich erwiesen. Ich habe euch bereits gesagt, dass gewiss ein dreckiger alter Mann ist und die Stadt ohnehin sicherer wäre. Hier erlaubt mir euch diesen Zauberstab als Dank für eure Dienste zu überreichen. Unter ziemlich unglücklichen Umständen habe ich von Voltin, einer ständig gestattwandenden Duinin, erfahren, dass diese Stadt unter einem alten Voyeur namens Gewisse leidet. Da bei der ersten Begegnung mit Voltin nicht gerade gut verlaufen ist, kümmere ich mich wohl am besten um Gewisse, dann ist mir die Ruine bestimmt wieder besser gesinnt. Ja? Okay. Glaubt ihr uns das mit dem Schreckgespenst? Ja, eigentlich schon. Jetzt will ich mal sehen, was passiert. Ich kann mich nämlich nicht genau daran erinnern. Was passiert, wenn wir Voltin töten? So. Was? Gut. Ja? Hallo. Ihm auf die Augen, Bo! Ihm auf die Augen! Nichts leichter als das. Die hat einen Zauberstab. Verwandlungsstab. Was wollt ihr? Gut. Glaubt ihr, ist das mit dem Schreckgespenst? Lass uns alleine, ja? Danke, dass ihr das mit Voltin geregelt habt. Ich habe keine Belohnung für euch, ich seid euch bewusst, dass ihr das Richtige getan habt. Ihr habt mein Wort darauf, dass es nicht in Vergessenheit geraten wird. Und weg ist er.
Nee, ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Was? Töten wir den erstmal wieder. So. Gegenstand gewonnen. Das ist der Verwandlungsstab. Damit kann sie Leute in Eichhörnchen verwandeln, was eigentlich ziemlich lustig ist. Ja, gut. Naja, sie scheint hier drin zu wohnen. Vielleicht sind sie es ja beide. Was passiert, wenn ich beide töte? Sie gibt nur 60 Erfahrungspunkte. Leidet eigentlich darunter unser Ruf? Nein. Ihr habt das Schreckgespenst vertrieben, nicht wahr? Hier, meine Mutter sagt, ich soll euch diese Schriftrolle geben. Ich glaube, sie soll euch vor allen anderen Gespenstern beschützen, auf die ihr trefft. Moment mal. Oh, jetzt ist der schon tot. Nichts leichter als das. Ihr habt das Schreckgespenst vertrieben, nicht wahr? Hier, meine Mutter sagt, ich soll euch diese Schriftrolle geben. Was? Schutz vor dem Bösen. Zaubererrobe. Ach, das war seine Feuerschutzrobe, genau. Da ist doch eher das Schreckgespenst gewesen, okay. Khalid muss mal Zeug verkaufen. Immerhin frische Feuerpfeile einlegen. Ja, gut. Okay. Damit wird das Haus auch erledigt. Beinahe unter meiner Würde. Dann gehen wir mal hier um das Haus herum. Ich habe kein Interesse, mit solchen wie Ihnen zu sprechen. Na, dann lassen wir dich in Ruhe. Wenn du kein Interesse hast, mit uns zu reden. Hier ist nichts drin. Eure, wie ihr wünscht. Und hier? Ist auch nichts drin. Beinahe unter meiner Würde. Also jedenfalls nichts, was wertvoll ist. Okay, da ist die Mauer, die das Anwesen. Anwesen von Enter Silberschild. Okay. Den haben wir ja in der Flammenden Faust, in der Kaserne der Flammenden Faust getroffen. Ob wir in dem sein Anwesen einbrechen sollten. Oh, hier können wir auch rein. Du bist ein Bürgerlicher. Was? Nichts leichter als das. Gehen wir mal kurz hoch. Nichts leichter als das. Gucken, ob hier jemand ist. Hier schläft nur ein stämmiger Mann. Also werden wir nichts leichter als ja gut. Verlassen. Gut. Gut. Wenn wir hier rauskommen, wollte ich gerade sagen. Edelfrau. Edelfrau. Bürgerliche. Bürgerlicher. Noch ein Bürgerlicher. Ah ja, wir können bei Enter Silberschild. Enter Silberschild ins Einwesen reingehen. Gärtner. Okay, man merkt, dass er einer der Fürsten von Baldur's Gate ist. Er hat eine große, große Villa. Cool, selbst hier der Pferdetränke und den Brunnen sieht man. Der hat sogar einen kleinen Teich. Kleinen See, wollte ich sagen.
Für den Teich ist das ja schon viel zu groß. Den Frostschutz-Zauber, den brauchen wir nicht unbedingt. So oft werden wir nämlich nicht eingefroren. Und 34 Goldmünzen von Enter, Silberschild zu klauen, nee. Sowas macht man nicht. Ja, seht ihr, Riesenanwesen. Aber wie riesig?